Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle wach? Ich dachte, wir machen ein Get Ready with Me. Und zwar muss ich mich eh fertig machen. Heute ist so Provin-Tag, also Provin-Nachmittag. Tollstes Wetter, Provin. Ich möchte da eigentlich nichts kaufen. Also das weiß ich von vornherein. Ich gehe da eigentlich nur hin wegen meiner Schwiegerin. Die hat den Abend und wieso nicht? Ich habe nicht vor, wie gesagt, was zu holen, weil ich es unnötig finde. Das ist die Palette, die ich heute testen möchte. Ich möchte so ein bisschen leichtes Frühlings-Sommer-Make-up machen. Und ja, man weiß ja nicht, was man danach macht. Es wird ja nicht den ganzen Tag so sein. Ich benutze mal wieder meine Sonnencreme, die ich echt feiere. Ich überlege, ob ich die einfach nachkaufe oder erstmal meine aufbrauche, die ich einfach habe. Und auch hier trage ich es nur einfach auf. Wie gesagt, soll ein leichtes Make-up sein. Meine Tochter ist gerade weggeholt. Ich habe meine Haare wieder mit Silbershampoo bearbeitet. Das sieht man ganz, ganz deutlich. Schaut mal, wie hell sie einfach sind. Das habe ich gestern Abend schon gesehen. Ich habe sie zweimal mit Silbershampoo gewaschen und ich feiere es einfach. Man sieht einfach den totalen Unterschied. Wie gesagt, ein paar Sachen sind aus meinem Schminkkörbchen. Eigentlich glaube ich alle, die ich heute benutzen werde. Ja, ich denke, dass ich mich auf mein Schminkkörbchen be beziehe. Heute ist nämlich der dritte Tag meines Schminkkörbchens. Ich habe die Sweet Peach benutzt und am Samstag habe ich einfach verschlafen. Da hatte ich gar keine Zeit. Da habe ich nur mein To-Go-Täschchen mitgenommen. Ja, war einfach spät dran. Deswegen gab es keinen Schminkkörbchen-Test und ist ganz gut, wenn ich über eine Woche das mache. Ich benutze den Naked Sin Corrector. Das ist ein Concealer. Vielleicht kann das jemand anderes als Concealer benutzen. Für mich ist das ein absoluter Korrektor. Der ist so, ja, der ist halt pfirsichfarben und nimmt sozusagen die Rötung, die blauen Äderchen ab. Und ich finde, der funktioniert ganz gut. Man muss ihn nur in der Mitte sehr, sehr gut verblenden. Manchmal schafft es einen leichtdeckender Concealer eben nicht. Aber ich benutze den heute mal von Essence. Von daher denke ich, passt das. Dann primertechnisch habe ich da irgendwas. Ich gucke mal gerade, ob ich irgendwas primertechnisch noch drin habe. Meine Pinsel fliegen runter. Primertechnisch. Ja, genau. Da benutze ich den hier. Den trage ich mir hier so auf. Da habe ich ja eigentlich kein Glow. Ich hoffe, das verträgt sich mit dem Sonnenschutz. Ich finde das schön, wenn das Gesicht etwas glowy ist, aber nicht so ein Speckglanz oder sowas. Hier habe ich übrigens das Bermuda-Dreieck. Ja. Okay. Wie gesagt, der ist nicht schlecht. Also ich finde ihn echt nicht schlecht für den Alltag vor allen Dingen. Da hat man so eine leicht illuminierende, feuchtigkeitsspendende Basis. Den gibt es leider nicht. War ja eine Brit T LE. Und der ist echt nicht schlecht. Also der ist cool. Doch. Okay, zu Foundation. Stößerle, Stößerle. Benutze ich mal die MAC Foundation. Das ist die Pro Longwear. Ich hatte schon mal ein Video dazu gedreht. Ich habe es aus Versehen gelöscht. Ich depp. War schon fertig geschnitten und ich habe das gelöscht und habe zwei Foundations aus Versehen in eine Review gepackt. Keine Ahnung, wie mir dieser Fehler unterlaufen konnte. Aber ja, ich habe die Review dann auch gelöscht, weil ich finde es totaler Quatsch. Es ist ja ein verfälschtes Ergebnis dann. Genau, das ist so eine flüssige Konsistenz und ich mag das eigentlich ganz gern. Ich finde für Mädels, die keinen Gelbstich haben, absolut untragbar. Die ist sowas von gelb, also man muss echt aufpassen. Wenn ich dann noch das Puder von MAC benutze, dann sehe ich einfach aus wie ein Minion. Also da muss ich echt low machen. Low, 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 lonely. I'm so lonely. Kennt jemand das Lied? Ich habe es früher gefeiert, wenn man alleine war und getrauert hat. Genau. Also eher sowas Leichtes, weil im Sommer. Da könnt ihr euch sicher sein, dass ich mich kaum schminken werde. Ich finde einfach, ich freue mich dann immer, wenn der Herbst dann kommt. Und der Frühling vom Winter, also Winter, Herbst und Frühling geht's noch mit der Schminkerei. Das sind auch so einer meiner liebsten Jahreszeiten.
Herbst und Frühling, weil man sich da einfach noch schminken kann, ohne dass es zu heiß oder zu kalt ist. Okay, wenn es kalt ist, kann man sich trotzdem schminken, aber wenn einem die ganze Brühe einfach nur läuft, dann lasse ich das. Das ist für mich dann einfach absolut unnötig und genauso wie Augen-Make-up und ich schmink mich einfach gerne. In meinen Haaren wahrscheinlich mache ich ein paar Locken rein, damit ich einfach nur für morgen fertig bin. Nur so. Ich kam gar nicht klar. Gestern habe ich gedacht, wir haben Sonntag, habe meine Kinder heimgeschickt, weil sie ja dann heim müssen, Zähne putzen, ne? Essen noch. Dann war erst Samstagabend und ich dachte, wir hätten schon Sonntagabend. Ja, könnt ihr mal sehen, wie verplant ich war. Und dann sage ich so, Sina muss jetzt ins Bett, weil morgen Schule ist. Und sie, nein, morgen ist keine Schule. Ich so, oh, okay. Ein Fehler gemacht. Ich alleine wahrscheinlich kurz mal meine Wasserlinie so, aber nicht komplett, sondern nur so den, ja, zwei Drittel vielleicht, damit es nicht komplett. Also so empfindliche Augen. Ach, Tisch. Ach nee, ich benutze gar nicht den Essence-Concealer. Ich benutze den Pro Longwear, Pro Concealer von LA Girl. Scheiße, das war einfach zu viel an diesen Bürstchen. Manchmal hat man das nicht so, finde ich, unter Kontrolle, was so Drücken und Streifen angeht. Wir haben 34 Minuten Zeit und so lange brauche ich eigentlich nicht, denke ich. Ich rede halt einfach gern, das ist es halt. Deswegen, wenn man den Corrector aufträgt, dann braucht man echt gute Blendarbeit, sonst sieht man diesen Corrector immer noch. Und was ich nicht gut finde, natürlich. So. Sollte man meine Zähne nach dem Kaffee putzen, als kann sich nicht so viel absetzen. So, okay, dann Augenbrauen natürlich. Ja, Augenbrauen. Augenbrauen, dann benutze ich, weil ich es einfach mag, dieses Puder hier. Ich mache heute eben, wie gesagt, einen natürlichen Look, dann passt das. Das ist von Freedom eigentlich ein aschiger Ton für die Lidfalte, aber so aschige Geschichten benutze ich ja eigentlich gar nicht für meine Augen, weil ich eher so die warme Richtung bevorzuge. Deswegen finde ich einfach, das ist ein optimalen Augenbrauenpuder. Und ich finde es einfach das schönste Ergebnis, um ehrlich zu sein, mit so Puder zu arbeiten. Ich versuche immer so natürlich wie möglich, aber wenn man halt nicht viel Haar hat, dann kann man nicht viel Natürlichkeit reinbringen. Ja, so sieht es dann irgendwie aus. Und demnächst möchte ich vielleicht morgen sogar James Charles Palette testen, ob man einen natürlichen Look damit hinkriegt. Und ein anderes Mal dann keinen natürlichen Look. Bisschen halt eben auskämmen. Bisschen dicker geworden als gedacht. Voilà. Ja.
Genau. Dann bräuchte ich ein Puder, um mein Gesicht zu fixieren. Da benutze ich mal das hier. Ich benutze die NYX Palette einfach. Dann benutze ich das helle Puder und das gelbe Puder und trage mir das einfach mal unten auf. Ich finde das ein tolles Puder, macht was es soll. Mattiert, aber irgendwie nicht so todesmatt. Naja, wir machen mal, was wir machen können. Und dieser Terra Naturi Pinsel, den kann ich euch absolut ins Herz legen. Sei es unterm Auge, der ist so weich und passt sich so gut an. Oder auch für Rouge, für Highlighter. Ich habe den schon für alles benutzt, bis auf Bronzer habe ich noch nicht getestet damit. Da ist die Visage mattiert. Und wir machen direkt weiter mit dem Bronzer. Ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob ich schon alles so mit euch getestet habe. Ja, wir nehmen diesen Bronzer hier. Kann man den Pinsel gleich mit Bronzer mal einweihen. Ich finde ja diese Palette wahnsinnig schwierig. Obwohl meine Grundlage ja wirklich abmattiert ist bis zum Schluss. Es wird halt meistens fleckig. Auch am Ende des Tages sieht es einfach nicht schön aus. Ich würde sie mir auf gar keinen Fall zulegen. Es konnte sich setzen. Es sieht schon mal gar nicht so verkehrt aus, sage ich mal. Wir tragen uns einen Blush auf. Und zwar möchte ich wieder von Make-up Revolution den Blush probieren. Wobei mir eigentlich ein peachiger lieber wäre. Ich hatte euch auch im Schminkkorb vergessen zu zeigen, welche Palette ich noch mit reinnehme. Und zwar die Blushing Bali. Oder Blushing in Bali. Das ist eine wunderschöne, finde ich, Highlighter Palette mit Rouges drin und ich werde den Mittelton benutzen und trage das mit meinem fluffigen Pinsel von BH auf. Dieses Rosquarz-Set ist echt nicht schlecht. Und trage das so ein bisschen. Nicht too much. Nur so a little Das, also bit. egal wie viel ich da auch unter den Augen abpudere durch meine Säcke, weil mein Auge so ist, trägt sich das da eh ab. Also von daher, und von dem Kajal sieht man auch nichts. Also ich werde den aussortieren, denke ich, am Ende des Schminkkörbchens nächste Woche. Und ja, ich sehe nichts mehr vom Kajal. Ich habe aber auch nichts gemacht. Das ist ein bisschen a little bit bleed. Wir kommen zur Palette. Das ist für mich ein absolutes Highlight. Ich danke dir, mein lieber Schatz. Die Cardi hat es mir. Ja, wir haben getauscht gehabt. Pinsel gegen Palette. Ich gehe in das Gelbton rein. Sehr gut. Und trage das so ein bisschen auf meinen Übergang auf. Dieses Gelb ist ein richtiges Sommergelb, ne? Also Gelb finde ich, kann man immer als Übergang für Lachs oder Rot nehmen. Ja, das ist so ein Gelb, weiß ich nicht, so ein richtiges Sonnengelb. Okidoki, dann nehme ich einen anderen Pinsel. Oh, ich brauche so viele Pinsel als. So ein Pinsel, das ist von Zoeva der 221. Das ist so ein etwas festerer, gebundener, fluffiger Pinsel. Und ich gehe hier in dieses Korall rein. Ich hoffe, der Look wird jetzt nicht zu bunt. Mir ist wichtig, dass ich die Farben auch schichten kann. Also übereinander, dass sie sich gut aneinander haften. Ich brauche das nicht bei einer Palette, wenn das nicht funktioniert, weil viel Sinn macht das ja dann nicht, um eine bunte, matte Palette zu benutzen. Und hier sind wirklich nur die mittlere Reihe schimmernd. Mal gucken, was ich heute auftrage. Ich denke, ich bleibe matt. Wobei ich könnte eigentlich so einen Schimmer-Bronzi-Ton auftragen. Aber man sieht natürlich, wie intensiv die Farbe ist, wenn man gar nichts drauf hat, ne?
man dann einfach mit dem gelben Pinsel wieder verblenden. Wie gesagt, ich freue mich richtig auf diese Palette im Sommer. Also wenn ich da mal was trage, dann ist es meistens so ein bronziger Look, vielleicht auch eher ein brauner Matter. Und da sind wirklich schöne Brauntöne dabei und man kann einfach eine Korallfarbe transition. Ich weiß nicht, was jetzt da los ist, aber hier im Mittelding ist gar nichts. Also das funktioniert gerade nicht so richtig. Das hat jetzt nicht so gut geklappt, finde ich. Okay. Das belasse ich aber auch so. Ich ziehe das immer nur so ein bisschen hoch, damit das Auge ein bisschen geliftet ist. Dann trage ich tatsächlich jetzt mal einen Schimmerton auf. Und zwar so ein... Ich gucke jetzt mal gerade, ob ich das... ein bisschen Hardpen irgendwie, wenn man das mit den Fingern aufträgt. Das ist auch eine geile Farbe, das sind so schimmernde Töne. Ich mache gerade das Hardpen wieder weg. Dann ist so ein Gold-Silber dabei, also das hier. Das ist eher so ein, ja, dreckiges Altgold. Und ich glaube, ich gehe einfach in diesen, der noch unberührt ist, Ton rein. Trage mir den so ein bisschen auf. Es ist sehr schwierig, finde ich, mit solchen Schimmerblitzerfarben zu arbeiten, weil meistens irgendwas runterbröckelt. Es ist einfach so. Deswegen wahrscheinlich auch das Hardpen wegen Spray. Aber ja. Kann man ja entfernen, indem man einfach mit dem trockenen Pinsel nochmal so die erste Oberschicht abkratzt. Das habe ich jetzt ganz gut hier geschafft. Also stört mich jetzt auch nicht, ne? Ja, bei solchen Texturen ist es halt schon besser, man macht sein Make-up danach. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen abzupudern. Und dann möchte ich aber nochmal in dieses in dieses reine Gold gehen. Und mir so in die Mitte auftragen. Wahrscheinlich hätte das Gold besser dazu gepasst. Von dem Gelb sieht man leider nichts mehr. Können wir auch ändern. Und ich fege mir den ganzen Short jetzt mal vom Auge weg. Bisschen also ich mache meinen Pinsel mal kurz sauber. Das ist übrigens von Sigma einer, der ist schon uralt. Ich kann mich einfach nicht trennen, obwohl dann immer so schön ist. Gehe noch mal in das Gelb und verblende so die Kanten noch mal. Mal ganz gut. Okay. Ja, es sind echt schöne Farben, ne? Ich glaube, ich gehe in das Türkis rein. Es passt super zu meinem Nagellack, wie ich finde. Ich frage mir das so am unteren Wimpernkranz einfach auch. Was für eine Pigmentierung. Halleluja. Ist doch ein bisschen paradiesvogelmäßig geworden, aber es gefällt mir trotzdem ganz gut. Also da habe ich gar nichts zu meckern. Hier versuche ich mal so ein bisschen Farbe wegzunehmen, damit es nicht ganz so intensiv ist.
gefällt mir ganz gut. Die Palette kann schon etwas. Ich bin super gespannt auf einen natürlichen Look. Natürlich mit irgendeinem. Natürlich, natürlich. Aber ja, wie ich finde, ist es doch gut gelungen. Da möchte ich einen braunen Liquid Liner nehmen. Ich benutze den von Manhattan. Finde ich richtig gut. Den mag ich sehr, sehr gerne, dass es trotzdem irgendwie natürlich bleibt. Muss man doch ansprühen, aber eher... Oh nein. Ich habe hier ein Glitzerbad. Naja, okay, nächstes Mal halt die Augen zuerst. Man hätte nur so einen halben machen können, wäre auch schön gewesen. Ich finde, gewisse Grundfarben müssen immer in Paletten sein. Ich benutze sehr, sehr selten Monos. Und ich finde das auch immer sehr, sehr schade, dass es dann nur eine gewisse Auswahl gibt irgendwie. Mich nervt das dann schon. Von daher, tolle Produkte, die ich heute getestet habe. Wirklich. Oh, shit. Aber ich glitze halt überall, ne? Ich hoffe, ihr seht das. Also, ich habe nochmal kurz... Das sind wirklich richtige Glitzerschimmerfarben, die überall irgendwas hinterlassen. Meine ganzen Beine glitzern. Mein ganzes Dekolleté glitzert wahrscheinlich auch. Und ich ja noch mit. Von daher, ja, schwierig. Also eher danach dann auftragen. Ich muss jetzt auch hier mal meine ganze Oberfläche sauber machen, sonst glitzert meine ganze Hütte. So. Okay, dann tragen wir doch Mascara auf. Ich habe keine Mascara, oder was? Oder was? Ich benutze die von Essence, die finde ich richtig gut. Habe sie aber schon lange nicht mehr benutzt. Sie hat ein ganz, ganz komisches Bürstchen. Die ist noch nicht so alt und ich dachte, ich verbrauche das mal. Also ich habe nur noch ein paar Mascaras, die offen sind. Ich habe viel aussortiert, weil es mir einfach nicht gefällt. Vom Finish her, eigentlich sollte ich einfach bei einer bleiben. Oh, da habe ich aber ganz schön gepatzt hier. Ist auch ein Mini-Bürstchen, muss ich ehrlich sagen. Wunderschöne Töne, um ehrlich zu sein, auf meinem Augenlid. Aber ich hoffe, ihr erkennt dieses ganze Glitzer. Das ist halt ein bisschen lästig, sag ich mal, wenn man keinen Glitzer auf dem Auge möchte. Im Gesicht, am Auge schon und hier auch, wo ich dann geblendet habe und so. Das ganze Glitzer hier. Die Mascara macht einen tollen Wimpernaufschlag. Das muss ich ihr schon lassen, finde ich. Aber sie schmiert halt mehr rum. Dieses Bürstchen ist einfach granatenmäßig groß. In kleiner hätte ich sie richtig gefeiert. Die hat auch so ganz interessante... Fokussier doch mal, komm schon. Ich hoffe, ihr erkennt das. So ineinander borsten. Also sehr interessant, wie ich finde. Man kommt so richtig an die... Wurzel dran. Anziehen, aber ich finde das irgendwie passend. Es ist eigentlich ganz schlicht, ganz einfach. Passt zu meinen Nägeln so gut wie. Und auch zu meinem Augen-Make-up-Look. Ich wollte eigentlich eher so in die Lachs-Richtung gehen, was ich auch bei diesem Festival-Look anhatte. Aber ich denke, so kann ich einfach aus dem Haus gehen. Das sieht ganz nett aus. Und ja, einfach ein Lippenpflegestift. Den finde ich echt gut. Den mag ich lieber wie den normalen Blistex. Der hat ein ganz, ganz geschmeidiges Finish und hinterlässt einfach ein tolles Ding. Ja, dann möchte ich einen Glow auftragen und zwar komme ich wieder in dieser Blush and Barley Palette. Dann möchte ich jetzt einfach mal in den Ton hier reingehen und in den hier. Ich mische diese zwei. Kann ja nur gut gehen hier. Ja, das kann man ganz gut erkennen.
Ich finde die Palette echt nicht schlecht. Also wenn man auch unterwegs ist, man hat so ziemlich alles drin, was man überhaupt, wenn man überhaupt natürlich Highlighter braucht für unterwegs. Ich könnte auch darauf eigentlich verzichten, wenn ich nicht daran denke, was sehr selten ist, dann gehe ich jetzt nicht normal heim und trage einen Highlighter auf. Wobei ich es einfach schöner finde, wenn es einfach, ja, glowt. Es ist ein Standard-Look, würde ich einfach sagen, mit einem Highlight unten. Ja, ist okay. Das Glitzer nervt mich ein bisschen, aber ansonsten finde ich die Palette gar nicht mehr so schlecht. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bin zufrieden, bis auf das Glitzer, sonst ja, ist es schön. Wirklich schön. Und wir sehen uns einfach das nächste Mal. Ciao, ihr Lieben. Ich denke, das war gut.